und herzlich willkommen zurück bei FIFA 19. Ab heute probiere ich es mit dem nächsten Aufnahmeprogramm. Jetzt sind wir bei OBS. Mal schauen, was wird. Oh, ich bin jetzt bei 90 schon gelandet. Weiß nicht warum oder wie. Und jetzt spielen wir gegen Bochum. Jawollo, mal schauen, was wird. Ich hoffe, es geht alles gut. Bis jetzt ist das Bild sichtbar. Teammanagement, ich wollte endlich rotieren. So. Bekommt jeder mal seine Pause. Hoffe ich bei mir. Mit Tim Bosse war ja gefrustet, dass er nie gespielt hat. Du darfst mitkommen. Du darfst mitkommen. Du darfst sogar von Beginn an spielen. Schwierig. Lass den Hauptmann spielen. Ebert kommt mit. Alquist bleibt zu Hause. Röser kommt mit. Gusse fängt von Beginn an. Mir ist jetzt auch egal, wie ich das Spiel spiele. Bonic muss noch raus. Siehst du? So, haben wir alle. Dürfen sich alle mal erholen. So. Wer ist Captain Gonter? Das ist richtig. Ja, Hartmann noch mit drauf. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen dann noch mal gucken. Währenddessen, ich stelle noch mal ein bisschen meinen Ton runter. Von der Lautstärke her. Ja, habt euch wohl auch gewundert, warum der Ton in den anderen Videos so beschissen ist. Ja, die super Software von der Elgato hat es ja natürlich Oh, fuck. Boah, egal. Ne, die hat es wieder hinbekommen. Hat das Mikrofon ja erkannt. Hat das Mikrofon eingestellt. Laptop-Mikro aufgenommen. Hier im Stadion, liebe Zuschauer, gleich geht's los. Ja. Und wir freuen uns auf ein schwieriges Thema. Heute erwartet uns das Spiel VfL Bochum gegen Dynamo Dresden. Guter Start für beide Teams und natürlich soll es heute auch im direkten Duell so weitergehen. Mal sehen, welches Team den Trend hier fortsetzen kann. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Jedes Spiel gewinne ich. Mir macht das gerade Spaß. Entscheidet auch Foul. Und wir sollen ja alle Spaß haben am Netzplay, ne? Nicht bloß ihr, wenn ihr über mich lacht, sondern ich, wenn ich mal. Sehr gut geblockt war, der Spieler, das wäre gefährlich geworden. Verloren habe ich jetzt auch mal wieder ins Spiel, auch auf Profi. Spiel hätten wir so. Sie haben Platz. Wie sonst. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Heise. Das könnte gefährlich werden. Da kann er klären, gut aufgepasst. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Und hier wird es Einwurf geben. Den Ball holt er sich. Eisfeld. Sam. Celozzi. Gute Aktion. Der Ball vom Schiedsrichter abgefälscht, aber geht natürlich weiter. Super. Das war Foul. Da muss er Freistoß geben. Das erste Mal, dass ich mal wieder einen Schiedsrichter anschieße.
Jetzt haben sie den Ball verloren. Eisfeld. Er probiert es einfach mal. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ja, da war der Bus da. Gut war das. Tim Boss. Oh. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Abseits. Gut gesehen, ja. Das war abseits. Auf außen ist jetzt Platz. Gut, hat es gut freigelaufen. Da kommt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Nö, nicht so richtig. Nee, kommt auch nicht so richtig ran. Aber den haben wir wieder. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Abgeblockt. Oh. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Eisfeld. Oh. Die kombinieren gut. Super Pass. Hereingabe jetzt. Oh, er gibt den Peter. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Hat er clever gemacht. Sauber vom Punkt verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Macht er ihn. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Jetzt der Eckball. Nee, so nicht. Da vergibt er nicht. Schade, komm, wir machen das noch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse, aufgepasst. Er hat den Ball. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Weiter geht es mit einem Einwurf. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Boah. Hinterseher. Robbie Cruz. Sie kommen jetzt über außen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Mann. Er zieht ab. Hat doch nicht. Das Tor sollte erstmal für klare Verhältnisse. Geht darum, spielst du nicht, Tim Boss. Genau wegen Alter, den muss er da haben. Was für ein Scheiß Gegentor. Richtig gut drauf. Das war den muss er da haben. Jetzt dreht man hier nochmal dieser Treffer. Ja, ist aber falsche Seite. Ja. Ja, klar, freie Schussbahn, aber den muss er noch haben. Das 2-0. Sorry, aber den muss er haben. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Auf außen ist Platz. Und das ist der Ballverlust. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Danilo Soares. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Kommt jetzt die Flanke? Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Das kann ich natürlich runterspielen. Robbie Cruz. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Das könnte die Gelegenheit geben. Das gibt's
Mann, bin ich uneigensinnig! Beruhigende Führung, es steht 2:0, aber sie. Drecksmist. Und jetzt geht's hier weiter. Wir müssen nur zielstrebig nach vorne spielen. Da muss er flanken. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Boah. Mit dem Kopf dran, aber oh, nee, der Ball verletzt. Geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Ja. Oh, kriegt er mir gedrückt. Hammer. Nicht. Da ist Platz. Jetzt die Flanke. Er, ja, drin. Was für eine Einwechslung. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Was für eine Einwechslung. Aber zweimal wunderschön über die rechte Seite. Und die Flanken kamen also, Zucker. Da schauen wir noch mal ganz genau Zucker. Hin bei diesem Tor. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. So, Dropkick. Da hat die Abwehr schlicht und ergreifend Jawohl. Keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. 2:1, hier ist noch alles drin. Super dazwischen gegangen. Da kommt der Pass. Boah. Er ist da und kann den Ball hier klären. Schön die Lücke gesehen. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie Leute. Verlieren den Ball. Vorne. Er hat den Ball, wird da was draus? Oh, gut gesichert. Ruhig aufbauen. War das. Und das war's oh. Mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Da passt er auf, Ball geklärt. Robbie Cruz. Hinterseher. Gott in der Aktion. Ein toller Pass. Doch. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Er kann kein Tempo mehr machen. Das Spiel war kräftezehrend. Sam. Da kommt die Hereingabe. Und den Ball hält er problemlos. Ist ja gar keiner zum Anspielen. Robbie Cruz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da kommt der Pass, aber boah, wieso geht denn der einen Schritt nach hinten, der Typ? Ich muss noch wechseln. Ah, Osman ist K.O. Bringe ich Attic. Sonst ist alles ganz gut. Sieht alles ganz gut aus. Na gut, Benatelli, ich will ihn nochmal wechseln. Noch nicht. Gutes Zuspiel. Geht er rein. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das gibt Einwurf. Kopf hoch, weiter geht's. Wir sehen es an der Seitenlinie. Bochum wird wechseln. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Spiele bloß vorne, der letzte Pass fällt. Danilo Soares. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Rückpass zum Torwart. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Boah, Junge. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Oh Mann. Und da gibt er Freistoß. Ja, mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Ball kommt rein. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Immer noch diese Szene. Auf Außen ist Platz. Hereingabe jetzt. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Da zieht er ab. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Er spielt den Pass auf den Flügel.
Bitte kriechen ins Ziel. Mann! Hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war was mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Ballas. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten. Spannung pur. Er ist da und kann den Ball hier klären. Doch. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Alles richtig gemacht. Ja, jetzt mal frischen Wind bringen. Erster Vorteil. Mann. Jetzt doch noch verspätet geht. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Aber hier ist doch kein Schwein. Ballas. Den. Komm nicht tolles Zuspiel. Da passt er auf und hat den Ball. Und gleich ein Gegenspiel. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Boah. Weg ist der nun Ball. Mann. Klasse Aktion. Ball ist weg. Wie die alle nicht zum Ball gehen, die Spieler. Ey. Sind immer vom Ball wegrennen. Oh, oh. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Gut. Jamera. Ja. Ich glaube, für diese Aktion sieht er. Böses Foulspiel. Mit der Offensive. Er muss aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Aber clever gemacht. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Benatelli. Wird es hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Boah. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch. Oh, so, Scheiße! Das ist schon Schluss für das Spiel ist aus. So. Mann. Eisfeld. Lecco mio. Ah. Ärgerlich. Ärgerlich. Fünf Tage, ne, okay. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal.